Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Das war eine lange YouTube-Pause. Ey, mir hat's gut getan. Ich weiß, viele von euch haben die Pause nicht so gefühlt. Und ich verstehe das. Ich meine, ich hasse es auch, wenn eine Serie nicht weitergeht und, oder wenn dann irgendwas geändert wird oder so. Boah, wie ich es hasse, dass der Witcher ersetzt wird. Wohin sprechen wir über den Witcher? Nicht mehr von Henry Cavill gespielt. Das ist eine unerträgliche Vorstellung. Aber Leute, so ist es im Leben. Dinge enden. So ist es. Und ich sage euch auch gleich, auch das hier geht nicht unbegrenzt weiter. Das muss ich in den letzten Wochen und Monaten merken und es ist einfach so. Natürlich, es muss ja nicht alles im Leben immer nur Freude bereiten. Und wenn ich sage, boah, es ist hart für mich, diese Folgen zu schreiben, manchmal muss man sich auch durch Sachen durchquälen, die einem gar nicht mal so leicht von der Hand gehen. Das ist wichtig. Weil wenn man immer dann aufgibt, wenn einem etwas keinen Spaß macht oder nicht einfach ist, dann kommt man nicht weit. Das sage ich auch immer Jugendlichen, wenn sie eine Ausbildung abbrechen wollen. Also, lass uns einen Kompromiss finden. Ich erzähle jetzt hier die U-Haft-Zeit noch zu Ende. In der gleichen Zeit zeige ich euch so ein bisschen, was ich auf dem Kanal hier gerne weitermachen würde, worauf ich Lust habe und von was ich selbst auch überzeugt bin, dass es gut wird. Und wenn euch das gefällt, supportet ihr weiter und wenn nicht, dann kehrt ihr mir den Rücken. Deal? Das Ding ist so ein bisschen, es gibt 1 Million True-Crime-Kanäle auf YouTube und ich habe bereits den besten True-Crime-Podcast Deutschlands. Das ist kein Spaß. Serious, ich meine es komplett ernst. Es gibt auf dem deutschen Markt keinen besseren True-Crime-Podcast als den, den wir machen. Ich habe da mittlerweile 130 Folgen draußen und jeder, der denkt, ich sitze faul rum, wenn ich kein YouTube mache, der irrt sich. Ich mache das hier. Ich recherchiere zu diesen Fällen, die bis jetzt ja immer von Journalisten, Studenten, Leuten, die eigentlich gar keinen Bezug zur Kriminalität haben, präsentiert wurden. Und wisst ihr, wie sich das für mich eigentlich anfühlt, wenn ich so etwas sehe? Er hat sie mit einer Pistole erschossen. Und nein, mit was für einer Pistole denn? Mit so einer runden? Wie im Western? Keine Ahnung. Hier steht 9 Mikrometer? Ich mag keine Pistolen. Ich mag Pistolen eigentlich. Puh, puh. Aber guck mal, hier sind meine Füße. Okay. So geht's mir. Und wenn Leute, die das alles nur aus Büchern kennen oder die am besten noch andere Menschen ihre Skripte schreiben lassen und die dann einfach nur noch so ablesen, wenn diese Leute über Verbrechen reden, teilweise über Menschen, die ich persönlich kenne, dann ist es so, als würde ich einen Podcast über Autos machen oder übers Kochen. Also, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist die Car Show. Ich stelle euch hier die besten Autos vor, die ich so kenne. Hier, den mag ich sehr. Opel Adam. Hier, der hat geräumig. Mann, jetzt hätte ich fast hier drüber gestreichelt. Hier sehen wir auch eine ganz besondere Lackierung. Das ist eher das Modell Natur. Und jetzt gucken wir uns den geräumigen Innenraum ein. Hier ist dem Designern einiges eingefallen. Interieur on fleek. Das klassische Einsteigen ist hier auch gegeben. Jawollo. Hier Blinker. Also die Hupe funktioniert auch. Pollux, bester Car-Channel auf YouTube. Fühlt sich komisch an, ne? Weil ich habe keine Ahnung von den Themen. Und was dort gesagt wird, das cringet einen dann aus. Und damit muss Schluss sein. Und das werden wir hier machen. Wir werden ein YouTube-Format über True Crime machen. Und zwar richtig. Es wird nicht mehr nur über Verbrecher geredet, sondern jemand, der selbst Verbrecher war, wird euch ungeschönt diese Fälle auseinanderbauen. Das wird hier passieren. Und wenn es eine Weile läuft, wird es ein ganz, ganz anderes Niveau haben als das hier. Aber der Night Stalker, der ist doch schon sexy. Hä? Nein, ist er nicht. Aber jetzt machen wir erstmal die U-Haft hier zu Ende und deswegen zurück nach Stadelheim. Pump! So. Wir sitzen jetzt fast 2 Jahre in Deutschland in Untersuchungshaft, zuvor fast ein halbes Jahr in den Niederlanden. Ist Zeit für einen Timestamp? Okay. Steigen wir mit einem Brief von damals wieder ein, um uns so ein bisschen
bisschen dran zu gewöhnen, wo wir gerade sind. Da ist ein Smiley drauf. Ein großer, großer Smiley. Also, der Brief ist an die Fam. Hallo, wie geht's euch? Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Bei mir ist alles beim Alten und es geht mir sehr gut. Es ist schon wieder Donnerstag und die Woche war bis jetzt recht ruhig. Letzte Woche war ich in Nürnberg für eine Zeugenaussage, mal wieder. Es war okay und ich war schon mittags wieder hier. Eigentlich wäre jetzt gerade Kunstkurs, aber leider fällt das über die nächsten 4 Wochen flach. Auf Zelle habe ich keine Lust zu malen, auch lesen fällt mir schwer. Irgendwie bin ich dauernd müde, obwohl ich nicht mehr oder weniger als sonst schlafe. Noch ein paar andere Leute haben hier das gleiche Problem. Also überarbeitet bin ich höchstwahrscheinlich nicht. Vielleicht spiele ich zu viel. Mensch, ärgere dich nicht. In Klammern, ich gewinne fast immer. Das ist auch so typisch für mich. Muss ich so, ja, ich spiele nicht nur Mensch, ärgere dich, ja, ich gewinne auch noch fast immer. Sau unsympathischer Typ. Oder es liegt am Wetter. Ich habe mir neue Turnschuhe bestellt zum Joggen. Leider ist es wie alles extrem schwierig. Angeblich sind in Turnschuhen ab einer gewissen Größe Metallteile in die Sohlen eingearbeitet. Das stört die Metalldetektoren hier und deshalb wollen sie sie mir nicht genehmigen. Schauen wir mal, wie das Ganze jetzt ausgeht. Ich mache jetzt auch Krankengymnastik wegen meiner Plattfüße. Die habe ich immer noch. Angeblich sind Einlagen kontraproduktiv, also gibt's keine. Egal, ab jetzt wird halt geübt. Ob das was hilft, werden wir sehen. Was gibt's Neues bei euch? Meditationskurs war ich auch noch. Genau, also so. Hier gibt's nicht wirklich was Neues. Es geht mir gut in Haft. Ich bin guter Dinge. Langsam geht's auch auf die Verhandlung zu. In wenigen Wochen ist es soweit. Und gleichzeitig mache ich mir keine Illusionen. Ich hoffe, irgendwie unter diese 10 Jahre zu kommen. Ich hoffe, die ein oder andere Lüge aufzuklären. Und ich hoffe, nach der Verhandlung endlich Besuch haben zu können. Ja, seit ich in Deutschland bin, habe ich keinen Besuch gehabt. Aber da ich in den letzten Monaten die Urteile so mitbekommen habe, die über die anderen gefällt wurden, ist mir klar, dass es ein Brett gibt. Es wurden so viele Leute verurteilt. Und das bringt noch so ein anderes Problem mit sich, weil wenn alle anderen bereits verurteilt sind, wie soll ich eine Chance auf einen Freispruch haben? Oder auf eine faire Verhandlung? Wie kann jemand von einer Unschuldsvermutung ausgehen, wenn jeder andere in diesem Verfahren bereits schuldig gesprochen ist? Ich war ja selbst als Zeuge auf diesen Verhandlungen und mir hat man dort nie geglaubt. Im Gegenteil, ich habe Falschaussagen, Anzeigen gesammelt. Das ist wirklich ein bisschen schwierig, besonders wenn es den Kronzeugen gibt, der in all diesen Verfahren bereits ausgesagt hat und den das Gericht als äußerst glaubwürdig eingestuft hat. Wie soll ich bei meinem Verfahren zeigen, dass dieses Schwein lügt? Geht nicht. Sonst wären die ganzen anderen Urteile ja schon Fehlurteile. Und in meinem Prozess gibt es ja diese 2 großen 31er, also diese 2 Verräter. Ihr habt beide schon kennengelernt, einmal Castetti und einmal der Professor. Beide waren sehr enge Freunde von mir. Und beide haben den Weg gewählt, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Nicht, weil sie wirklich eingesehen haben, dass sie einen Fehler gemacht haben und sich ändern wollen. Nein, um ihre eigene Haut zu retten. Meiner Meinung nach, der Standard unter den 31ern. Ein Tausch. Die eigene Freiheit gegen Informationen. Und komisch, diese Leute kommen alle nie freiwillig. Auch er ist nicht gekommen und hat gesagt, ich distanziere mich von diesem Gedankengut und ich möchte jetzt ein paar Verbrecher melden. Nein, diese Leute werden erst erwischt, verhaftet und dann distanzieren sie sich von den Freunden von gestern. Und ey, ihr könnt alle glauben, was ihr wollt, aber ich kaufe das diesen Menschen nicht ab. Jeder, der den Paragraph 31 nutzt, tut es, um seinen eigenen Hintern zu retten. Und deswegen heißt es in diesem Paragraph auch Informationen gegen Straferlass. Und man kann jetzt lange darüber philosophieren, ob es falsch ist, frühere Komplizen zu decken oder ob es in Ordnung ist, über Straftaten zu schweigen, von denen man weiß und ob man es vielleicht dem Staat sogar schuldet, alles aufzudecken. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich mich geändert habe, nachdem ich meine Strafe abgesessen habe. Und nicht, als man mir eine Belohnung angeboten hat. Ich habe mich mittlerweile bei vielen der Menschen entschuldigt, denen ich damals geschadet habe. Und das nicht, weil ich deswegen weniger Strafe bekomme, sondern weil es mich anwidert, wie ich damals war. Und mein Rat an alle, die in so einer Situation sind, Veränderung passiert in euch.
Ihr müsst sie nicht nach außen tragen. Ihr müsst nicht die Freunde von gestern verraten. Ihr müsst nicht noch mehr Mütter zum Weinen bringen. Wenn ihr, wie Philipp behauptet, einen Terroranschlag damit verhindern würdet, dann ist es die eine Ausnahme. Wenn ihr nur einen geilen Deal machen wollt und wie Philipp dafür 5 Jahre Knast spart, dann rate ich euch davon ab. Sitzt eure Strafe ab, bezahlt für eure Fehler, ändert euch still und leise und für euch selbst und handelt dann als neue Menschen. Alles andere klärt Karma früher oder später. Ihr merkt, ich habe immer noch ein Thema mit dem Verrat, auch jetzt gerade, wo es so in diese Verhandlungsphase reingeht. Und dafür gibt es viele Gründe. Erinnert ihr euch zum Beispiel an Nala, das tapfere Löwenmädchen? Die mich in Tschechien besucht hat, die in den Niederlanden war, die überall war, die treu und fleißig und mutig war. Sie wollte keine Aussage machen. Während eben doppelt so alte Gangster zusammengebrochen sind, hat sie geschwiegen. Und erst als ich ihr eine Nachricht zukommen habe lassen, dass es okay ist, dass sie alles erzählen kann, was sie weiß und versuchen soll, sich selbst zu retten, erst da hat sie angefangen zu kooperieren. Und auch da nur ein kleines bisschen. Dieses Mädchen hat doppelt so große Cojones wie diese ganzen Ehrenmänner. Aber am Ende hat eine Aussage des Professors ihr Genick gebrochen. Und nochmal, sie war 17 Jahre alt, als sie angefangen hat, Kurierfahrten zu machen. Und bevor ihr jetzt schreit, wie konntest du mit der arbeiten? Ich war selber erst 20, okay? Trotzdem geht es natürlich nicht, eine Minderjährige dafür zu benutzen. Ich habe das damals halt nicht so gesehen. Wir waren alle jung. Und ich wurde auch selber, seit ich 13 bin, als Kurier benutzt. Deswegen, ich habe das überhaupt nicht als falsch gewertet. Was es ist, was es war, brauchen wir nicht reden. Wisst ihr nämlich, wer das als falsch bewertet hat? Das Gericht. Und ich war tatsächlich angeklagt wegen Anstiftung von Minderjährigen zum Überbringen von Betäubungsmitteln. Jo, das liest sich heute gar nicht gut. Mehr noch, ich war angeklagt wegen Anstiftung von Minderjährigen zum Überbringen von Schusswaffen in den Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland. Und das liest sich echt schlecht. Aber auch, weil ihr mein jetziges Maul dazu vor euch habt. Ich war aber damals nur 3 Jahre älter als sie. Das ist nicht so viel in dem Alter. Und ich war ein zurückgebliebener junger Mann. Entschuldigt, ein bisschen, aber verantwortlich bin ich trotzdem allein. Wollt ihr kurz wissen, wie es zum Überbringen von Schusswaffen kam? Denn Nala war ja eigentlich nicht dazu da, Waffen zu transportieren. Das Mädchen hatte kein Auto und Waffen sind halt sperrig. Okay, komm, kurz die Story. Also, Nala hat mich oft in Tschechien besucht, als ich dort war. Und wir haben dann in irgendeiner Pension übernachtet und haben uns so eine schöne Zeit gemeinsam gemacht. Als aber klar war, dass ich Tschechien für immer verlassen werde und wir nicht alles an Material, vor allem bei den Waffen, mitnehmen können, habe ich dort einige Bunker angelegt. Und die meisten sollten jetzt auch nicht ewig halten, nur ein paar Wochen, bis wir wussten, ob ich in den Niederlanden bleiben kann oder ob ich nach Spanien gehe oder wohin auch immer. Und ich habe damals echt kaum jemanden vertraut. Aber Nala gehörte dazu. Ich wusste, ich kann mich immer auf sie verlassen und das ist ziemlich schlimm. Weil ich sehe das auch heute immer wieder bei jungen Mädchen, dass sie ihre Liebe und ihre Loyalität an Männer verschwenden, die sie nicht verdient haben. Und ich war definitiv so ein Mann. Ich hatte Nala nicht verdient und ich habe sie auch nicht geliebt, so wie sie mich. Auf jeden Fall war ich schließlich in Amsterdam gelandet und Leute, ich kam aus Tschechien. Ich war Gewalt gewohnt, ich war Drogen und Drogenkriminalität gewohnt. Aber Amsterdam ist anders. Und gleich bei einem der ersten Deals ging einiges schief und ich will jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, aber kurz gesagt, wir brauchten mehr Feuerkraft. Und ich höre jetzt schon die Stimmen so, oh ja, in Holland kriegt jeder voll leicht eine Knarre. Und ja, stimmt, aber mach mal. Mach das mal, wenn es gerade brennt. Die meisten, die so auflabern, die kaufen ihr Weed dort in einem Coffeeshop und haben nicht mal dafür eine Connection. Also, ich traue mir zu, in jedem Land in Europa irgendwie irgendwann eine Knarre zu finden. Aber wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, dann ist es halt dringend. Und die Nerven liegen blank. Und mir fällt gerade auch noch so ein komisches Phänomen ein. Ich war gut ein Jahr lang immer mit einer Schusswaffe unterwegs gewesen. Immer.
zum Einkaufen, zum Essen gehen, zum Duschen, zum Scheißen. Und seit meiner Ankunft in Amsterdam war ich so auf Messer, Äxte, Macheten angewiesen und ich hatte einfach Angst. Ich wollte eine Waffe und zwar jetzt, nicht in einer Woche. Ich wollte auch keine Knarren suchen gehen, ohne eine zu haben. Das ist nämlich auch nicht ganz ungefährlicher Bereich, denn wenn du von jemandem eine Waffe kaufst und das noch dazu von einem mehr oder weniger Fremden, dann ist klar, dass du eigentlich ein potenzielles Ziel für einen Raub bist, vor allem wenn derjenige mitbekommt, dass du noch keine eigene Waffe hast. Zumindest ist ja das Gefühl, das man immer hat. Im Nachhinein muss ich sagen, Waffenkauf war eigentlich das, wo ich als einziges nie überfallen wurde. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich Nalan geschickt, um einen der Bunker leer zu machen und eben den Inhalt zu bringen. Und jetzt stellt euch vor, das Versteck ist in der Nähe von einem kleinen Bahnhof. Von da aus läufst du so die Gleise, gute 100 Meter in Fahrtrichtung Prag. Und dann kommt so eine Art Gully. Und den muss man runterheben und dort in dem dunklen Rohr liegt eine Munitionsbox, in der Box eine Scorpion-Maschinenpistole. Die Scorpion war im Kaliber 7,65 und für sie waren ein, zwei Munitionsboxen dabei. Für die Che Z hatte ich damals Vollmantelmunition, Teilmantelmunition, nicht allzu viel, aber das sind beides sehr, sehr geläufige Kaliber. Ich machte mir also nicht wirklich Sorgen, dass wir die Munition ausgehen wird oder so. Wir würden sie besorgen können halt. Unendlich Munition! Cheatcode! Auf den Fotos hier sieht das alles recht fresh aus, aber damals waren die Dinger mit Fett, mit Waffenöl eingerieben. Die sahen aus wie so ein schmieriger Butterkloß. Alter, und ich schicke eine 17-Jährige, um die Dinger zu bergen. Und ich habe in der Zeit halt in Amsterdam gewartet, ich konnte das Land nicht verlassen, nervös, eingeschüchtert, gestresst. Und irgendwann kommt die erste Nachricht. Ich bin schon fast in FFM. Alles gut. Bam. Sie war unterwegs. Und ich wusste, was das bedeutet, weil sie war nicht erst in Frankfurt. Wenn jemand bei uns schrieb, ich bin Höhe Frankfurt, bedeutet das ungefähr Höhe Aachen. Ich wusste, keiner würde sie auf dem Weg in die Niederlande noch kontrollieren. Das gefährlichste Stück war Bayern, tschechische Grenze. Das heißt, sie hat es geschafft. Und tatsächlich habe ich sie ein bisschen später beobachtet, wie sie in Amsterdam eben aus dem Bahnhof gelaufen kommt. Ich habe dann immer die Leute so ein bisschen versucht, von der Ferne so im Auge zu behalten, um zu sehen, ob sie alleine sind, ob sie verfolgt werden. Aber es schien, als wäre sie allein. Trotzdem bin ich mega genervt, weil ich sehe schon auf Entfernung, sie hat nur so eine kleine Handtasche dabei, kein Rucksack. Wo ist meine Scorpion? Und irgendwann, ja, sie sollte halt immer dieselbe Route laufen. Irgendwann habe ich sie auf der Route so, ne, ey, hier bin ich. Und wir sind in den Coffeeshop in Bahnhofsnähe. Und anstatt sie zu loben, bin ich direkt scheiße zu ihr so. Ey, wo sind meine Sachen? Die Pistole ist in der Tasche. Ich sehe, ja. Und die große, und ich meine natürlich die Scorpion, die war im Vergleich zu einer Knarre, ist die halt so ungefähr. Wo ist die? Ich bin sauer. Ich denke, sie hat sie dort gelassen oder in Deutschland zwischengebunkert. Ich bin schon bereit, wieder zu maulen, wie ich es immer gemacht habe. Und sie schaut mich so nah an und flüstert, die habe ich hier. Und zeigt sich so auf ihren Bauch. Und es war Winter und das Mädchen hat so eine Daunenjacke angehabt. Und was hat sie gemacht? Sie hat die Magazine raus, in die Handtasche rein. Ich hatte für die Scorpion noch ein zweites Ersatzmagazin. Das war dann, wie gesagt, in der Handtasche zusammen mit der 9mm Pistole. Und die verdammte Maschinenpistole hat sie sich hier vorne in den Hosenbund gesteckt. Bei ihr, das war so. Das alles hatte sie noch so in so einen Jutebeutel eingewickelt, aber trotzdem kam halt das Waffenfett durch, hat ihr den Bauch verschmiert. Und so hat sie 800 Kilometer mit dem Zug zurückgelegt. Das Mädchen war zu krass. Und in dem Moment war ich auch ein bisschen in sie verliebt. Leider, Real Talk, ich war damals nicht imstande, wirklich zu fühlen. Nala hätte so viel Besseres verdient gehabt. An dem Tag habe ich ihr versprochen, so, boah, ey, die wollte unbedingt eine Tätowierung. Ich so, ich bezahle dir ein Tattoo. Dazu ist es übrigens nie gekommen. Und ey, Nala, wenn du das hier siehst, melde dich, wenn du ein Tattoo haben willst. Ich bezahle es dir. Ich schulde dir das noch und viel mehr. Wisst ihr, wenn ihr die Geschichte jetzt so nicht glaubt, dann wünschte ich, ihr wärt Richter oder Staatsanwälte. Denn als Nala schließlich ihre Verhandlung hatte, hat man diese Geschichte geglaubt. Und in die Durchführung war damals der Professor involviert. Ich weiß nicht mehr warum, ob er die Tickets bezahlt hat oder ob er
sie irgendwo abgeholt hat, zum anderen Bahnhof gefahren hat, irgendwas, er wusste davon. Und wollt ihr wissen, was Nala für die Taten ihres 17-jährigen Ichs dann bekommen hat? 6,5 Jahre. Der Staat hat dieses Mädchen so hart rangenommen, als wäre sie ein hochrangiges Mitglied der organisierten Kriminalität, Mann. 6,5 Jahre saß die in Aichach. Ich weiß mittlerweile durch meine Arbeit im Rest Deutschlands, dass das nur in Bayern so heftig ist. Also man kriegt nirgends solche Strafen. Aber wir kannten es nicht anders. Und trotzdem, als ich in Urhaf dann gehört habe von dieser hohen Strafe, es hat mir so leid getan. Sie hätte mehr aussagen müssen, um weniger zu bekommen. Aber Nala ist kein Philipp. Nach ihrer Entlassung ist sie übrigens nie wieder kriminell geworden. Nach dem Verbüßen ihrer Strafe. Man muss kein Verräter sein, um sich zu ändern. Ich saß also in Stahlheim und ich wusste alles. Ich wusste, wer Verhandlungen hat. Ich wusste, wer verurteilt wird. Ich wusste, wie das Gericht mit Jahren um sich wirft, als wären es Bonbons. Und mein Termin rückt immer näher. Und das Gefühl, mit dem man auf diesen eigenen Prozess wartet, ist schwer zu beschreiben. Weil auf der einen Seite will man nichts damit zu tun haben. Will nicht darüber nachdenken, dass man bald verurteilt wird. Auf der anderen Seite sehnt man den Termin herbei. Man will endlich Klarheit haben. Ist vielleicht, als hätte man einen OP-Termin. Bei jemand wie mir kommt noch was dazu. Ich stehe gerne im Mittelpunkt. Und ich wollte endlich die Chance haben, meine Meinung zu dem Ganzen zu sagen. Ich wollte den Kronzeugen gegenüber sitzen und ich wollte meinen Richter so facen, Alter. Das kann man so sagen. Konfrontieren. Ich wollte ihn so konfrontieren. So. Ich hatte Bock. Ich glaube, ich schrieb auch damals schon so an meinem Schlusswort. Ich wollte das dann so ausgefeilt präsentieren. Ich wollte damit alle wegbomben. Spoiler. Hat nicht geklappt. Hat so gar nicht geklappt. Ich habe es auch schon ein paar Mal angedeutet. Ich war mit 21 ganz sicher nicht der alleinige Boss von dem Drogenring, der 100.000 Euro verdient. Ich war der Boss von den Kleinen. Und über mir gab es mindestens 1-2 Leute, die viel besser verdienen. Und es gab auch Leute wie Kong. Der hatte zwar genauso viel zu sagen wie ich faktisch, er sagte aber nichts. Ihm war Business nicht wichtig. Und der lebte zu der Zeit auch schon in den Niederlanden und war im Grunde war er so mein Leibwächter, mehr mein Leibwächter als mein Partner, weil er einfach nichts gemacht hat, businessmäßig. Außer eben, es ging irgendwas schief. Dann wurde er wütend. Einmal zum Beispiel hätte er mich treffen sollen und zu einem Business-Meeting begleiten sollen. Es ging darum, jemanden zu treffen, der ein neuer Lieferant hätte werden können. Und Kong kam nicht. Ich war allein. Und als ich ihn dann abends fragte, so, ey, wo warst du, Digga, was war los? Ist er ausgeflippt, hat die Wohnung so zusammen, den Tisch so getreten und so. Und er so, meine Uhr, die scheiß Uhr funktioniert nicht. Ja, und dann warf er mir vor, ey, ja, wir haben ein Batzen Geld und so und ich habe nicht mal eine funktionierende Uhr, so. Hast du nichts gesagt? Und am nächsten Tag bin ich in das Amsterdam Diamond Center und habe ihm dort eine Rolex gekauft. Eine Oyster Perpetual. Das ging aber, es ist noch einfach so. Man geht rein, man bezahlt, man kriegt eine Uhr und geht. Heute gibt es Wartefrist. Die Uhr kostet heute übrigens kostet die mehr als 3-mal so viel. Also es wäre eine gute Wertanlage gewesen. So. Übrigens war Nala damals dabei, als ich die Uhr gekauft habe. Und mir ist nicht mal aufgefallen, was das eigentlich für eine Demütigung für sie gewesen sein muss. Weil ich gebe zigtausend Euro aus für eine Uhr, die ich jemandem schenke, wenn ich ihr einen Huni gebe für so eine Fahrt. Oder auch mal 2. Ist mir damals nicht mal aufgefallen. Ich dachte mir so, ja, komm halt mit. Übrigens krasser Tag, weil danach haben wir noch Mike Tyson getroffen. Zufällig in Amsterdam. Und ich war so... Boah, Mike Tyson, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, Mike Tyson auf diesem Rolex-Karton, es war so ein grüne Box, ich hätte den da drauf signieren lassen sollen. Dann wäre das heute, die wäre so viel wert halt. Heißt, ein Original Mike Tyson signierte, unmittelbar. Übrigens ist der kleiner als ich, aber gut, egal. Sein Leibwächter war dafür so 2 Köpfe größer als ich. Der war krass, der hatte einen Typen dabei, der war einfach so 2,10 Meter groß. Also, okay, die Personen, die über mir standen, waren nicht ungefährlich. Und ich weiß, dass man damals mit dem Gedanken gespielt hat, mich umzubringen.
bevor ich irgendwann verhaftet werde. Das ist so. Ich weiß das. Denn ich weiß auch, dass ähnliche Überlegungen wegen dem Professor gemacht wurden. Sein Grab war schon gebuddelt. Wortwörtlich. Denn er hatte am Ende auch einen Haftbefehl und die sind alle sehr, sehr nervös gewesen deswegen. Und vielleicht erzähle ich euch irgendwann mal, wie ich diesem Menschen das Leben gerettet habe, ohne dass er es wusste. Und das nur, damit er später der Nagel in meinem Sarg sein kann. So. Auf jeden Fall habe ich in der ganzen Zeit in Urhaft eigentlich nichts mehr von den Älteren gehört. Kein Halt durch, kein Geld für den Einkauf, kein Support meiner Familie. Also all das, was versprochen wurde, wurde nicht gemacht. Und jetzt, als die Verhandlung kurz bevorsteht, werde ich plötzlich in Stadelheim zum Anwalt gerufen. Ich so, ich weiß, mein nichtsnutziger Anwalt wird es nicht sein. Wir haben feste Besuchszeiten, die war nicht dran. Ich vermute also, dass es eine Sneak Attack von den Cops ist. Und ich gehe trotzdem hin. Aussage mache ich nicht. Wir haben es aber hier schon ein paar Mal gehört. Ich habe immer Action, wenn die zum Besuch sind. Und wer weiß, was es Neues gibt, vielleicht erfahre ich was. Aber zu meiner Überraschung ist es tatsächlich eine Anwältin. Und sie ist sehr hübsch und sie ist klasse gekleidet und sie freut sich überschwänglich, mich endlich kennenzulernen. Und wie auch immer sie es überhaupt geschafft hat, mich holen zu lassen, sie ist ja nicht mal meine eingetragene Verteidigerin. Und sie kommt auch nicht aus München, sondern aus NRW, ist jetzt auch egal, wer das damals war, aber sie schickt mir liebe Grüße von einem alten Freund. Und in dem Moment bin ich überfordert. Ich habe über 2 Jahre nichts aus dieser Richtung gehört. Was soll das jetzt? Ja, sie würde sich jetzt um meine Verteidigung bemühen. Ich soll sie eintragen lassen, damit sie Akteneinsicht bekommt. Und sie wird mir helfen. Und es geht alles auf die Kosten unseres gemeinsamen Freundes. Also er bezahlt die Rechnung. Und mit einem Mal checke ich so, es geht nicht darum, mir zu helfen. Es geht einzig und allein darum, zu kontrollieren, dass ich nicht auf den letzten Metern doch noch einen Deal mache. Dass ich nicht während der Verhandlung doch noch einknicke. Man will verhindern, dass ich aussage. Und in dem Moment fühlt sich das so ekelhaft an. Es sticht auf so eine ganz unangenehme Art. Weil ihr wisst, was ich in der Zeit in Urhaft alles über mich ergehen habe lassen. Mann, meine eigene Familie wurde vor Gericht gezerrt. Tante Hanna wurde verurteilt. Und jetzt, kurz bevor es soweit ist, schickt man mir einen Anwalt, der mir eigentlich nicht helfen, sondern mich kontrollieren soll. Ich war so enttäuscht damals. Ich meine, heute muss ich denen allen dankbar sein. Weil hätten sich alle Gangster um mich herum korrekt verhalten, also hätte keiner ausgesagt, hätten alle, die draußen sind, meine Familie supportet, mir die Anwälte bezahlt, hätte all das stattgefunden, hätte ich Briefe bekommen, Liebe bekommen, hätte all das stattgefunden, hätte ich wahrscheinlich noch viel, viel länger gebraucht, um zu verstehen, dass die kriminelle Welt Dreck ist. In meinem Fall war es klar zu sehen. Gewalt draußen, Verrat bei den Cops, am Ende sitze ich allein im Knast. Und obwohl das alles so klar war, habe ich trotzdem jahrzehntelang an dieser Ideologie festgehalten. Und da sieht man mal, wie blind ich war und wie sehr ich mir gewünscht habe, dass es anders ist. Und ich habe der Anwältin damals gesagt, so, dass sie 2 Jahre zu spät ist, dass sie gehen soll und dass sie dem, der ihre Rechnung bezahlt, sagen kann, er braucht sich keine Sorgen machen. Ich werde nicht aussagen. Zurück auf Zelle habe ich diesen Mann auf die Liste an Menschen gepackt, an denen ich mich rächen werde, wenn das hier alles vorbei ist. Die Liste wurde immer länger. Was war sonst noch in dem Brief vom Anfang? Ja, es gab in der Zeit einen Malkurs in Stadelheim, bei dem ich teilnehmen durfte. Die Lehrerin war eine kluge, hübsche, blonde Frau und ich wollte unbedingt dabei sein. Ich habe die Beamten ewig zugetextet, was für ein Picasso hier überhaupt sitzt und wie sie es bereuen werden, wenn sie mich nicht mitmachen lassen. Am Ende durfte ich mitmachen. Ich war zu der Zeit schon lange in Stadelheim und die Beamten wussten, ey, lass den Jungen lieber zu so einem Termin gehen, der macht keine Scheiße, aber sonst schreibt er uns 1000 Briefe, sein Anwalt wird stressen, alles wird stressig werden. Und ich dann so auch wieder, ich werde euch nicht enttäuschen, ich werde B4 würdig vertreten. Meine Malkünste sind weltbekannt. Die Kursleiterin, die mochte mich dann auch.
obwohl ich halt talentfrei bin. So muss man zugeben. Der Kurs war cool. Ich mochte die Aufgaben, die wir so gestellt bekamen. Das Ding war immer so, das war therapeutisches Malen. Man sollte immer so ein bisschen drüber nachdenken und reinfühlen, was man jetzt malt. Und ich erinnere mich, dass ich, außer mir war nur, ich glaube, zwei Leute waren da, der eine ist dann auch gegangen. Die waren auf jeden Fall beide viel talentierter als ich, aber ich habe mit Herz gemalt. Und ich zeige euch jetzt ein paar Bilder und ich will nichts hören. Das kommt aus meiner Seele. Also seid nicht fies. Und entschuldigt die lausige Qualität. Das sind Fotos von Fotos. Ich habe damals kurz vor meiner Verlegung die Originalbilder, eben, also die Fotos von der Kursleiterin bekommen. Und warte, ich muss gucken. Ich habe die nämlich hier. Dann kann ich sie nämlich auch der Caro zeigen, während wir drüber sprechen. Weil sonst hat die ja gar nicht, sonst hast du die ja gar nicht gesehen. Das ist ja doof für dich. Das erste meiner Werke, das ich euch jetzt vorstelle. Man sieht, wie jung ich trotz allem noch war. Und was ich halt gut fand zu der Zeit, was mir wichtig war und was ich mochte. Also die Aufgabenstellung war, man soll seine Hände so aufs Papier legen und abmalen wie so eine Schablone. Ne? Also kennt man so als Kinder, macht man ja meistens, legt man die so hin und malt die dann so ab. Ne? Und was wir jetzt machen sollten, wir sollten die Hände so hinlegen, dass wir versuchen darzustellen, in was für einer Situation, beziehungsweise was uns in diese Situation gebracht hat. Also warum wir in Haft sind. Ob wir das irgendwie mit Händen darstellen können. Und jeder macht was anderes. Der eine macht so, mit der Hand so Geld zeigen, weil es um Geld ging. Der andere macht vielleicht so, versucht ein Herz irgendwie zu zeichnen, weil es um Liebe ging. Und was macht der junge Pollux? Ich mal das. Was ich damit ausdrücken wollte, ist klar. Gangshit ist schuld. City Life ist schuld. Hier Westsides und Bloods und cool. Ich glaube, das wird recht deutlich. Ich habe sogar eine Stadt gemalt. Die Zeichenskills sind nicht da, ich weiß. Ich denke aber trotzdem, die Bildsprache ist recht deutlich. Ich war Gangshit, that's all I'm on. Gangshit. Das war mein Kopf, Mann. Immer. Aber jetzt bin ich aber auch schon 23. Also ich bin 23 schon. Na gut, Bild 2, das ich von unserem aufstrebenden Künstler präsentieren möchte. Oh Gott, das lässt sehr tief blicken. Also ich war sehr, 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 sehr krank damals. Leute, wir vergessen manchmal, und dieses Nacktmachen, was ich hier mache, wir vergessen manchmal, dass ich ein psychisch kranker Mensch bin. Und mittlerweile 20 Jahre Therapie, fast 20 Jahre Therapien mache, verschiedene Therapien, damals noch nicht. Nichts hatte. Ich war damals einfach nur krank. Und ihr fragt, warum ich keine Knast-Stories mache. Darum. Ich möchte sowas nicht sehen. Ich möchte nicht meinem alten Ich begegnen. Ich will mich nicht mit meinem alten Ich auseinandersetzen. Für mich ist dieser Dude gruselig. Okay, also die Aufgabenstellung für dieses Bild war, etwas malen, das uns an die Zeit vor der Verhaftung erinnert. Etwas von draußen. Und ich mal das hier. Auf den ersten Blick schon so eine sehr triste Landschaft in den Bergen, eine Hütte. Und ja, ich habe eine Zeit lang in solchen Hütten gelebt. Ich habe mich dort versteckt. Aber das ganze Bild hat so einen beunruhigenden Vibe. Etwas stimmt nicht. Und dann sieht man den Dude unten links. Also man fragt mich, an was ich denke, wenn ich an draußen denke, an mein altes Leben. Und ich produziere sowas? Wisst ihr, ich sag's immer wieder, Leute, die Kriminalität leben, sind nicht Fun and Games. Man kann sich jetzt die Insta-Accounts der Leute ansehen, die das heute posten. Man könnte meinen, die haben einen Heidenspaß. Oh, essen hier, dort, an der Riviera, fettes Auto. Aber was im Dunkeln passiert, da gibt's nicht viel zu lachen. Das ist White Van Business. Das sind Masken und Handschuhe. Das ist Angst und Leiden und Sterben. Zumindest habe ich das so erlebt. Und ich hasse dieses Bild. Auch wenn ich genau weiß, wie sich's anfühlt, was ich damit gemeint habe.
Ugh. Auch warum ist die Tür so schwarz, weißt du? Ich habe auch das Gesicht von dem. Voll creepy. Auch die, kein, nichts hat Leben, weißt du, es lebt nichts. Ja, nicht mal grün an den Bäumen. Nicht mal grün an den Bäumen, so. Okay, kommen wir zur nächsten Aufgabe. Einem Selbstbildnis. Das ist stabil. Man sieht meinen Arm, man sieht die Narbe, man sieht Muskeln. Weißt, ich denke, es wirkt ganz freundlich. Aber in der Hand halte ich einen Knochen. Ich soll ein Selbstbildnis malen und ich male mich, wie ich einen Knochen fress. Und ich weiß, dass es ein Menschenknochen ist. Ich weiß, warum ich das so gemalt habe. Und warum ich so gefühlt habe. Die Kunst bringt Wahrheit ans Licht. Das Leid, das ich verursacht habe, hat mich zu einem Totengräber gemacht. Und ich wusste das in mir. Ich wusste es schon damals. Aber ich konnte es nicht zugeben, so genau wie so viele andere, die gerade eben Verbrechen begehen, die schlagen, rauben, dealen, stehlen. Wie viele, die gerade im Knast sitzen. Viele wissen, dass es nicht gut ist, was sie tun. Aber sie können noch keinen Schritt zurück machen. Malt ein Selbstbildnis. Malt ein Selbstbildnis. Nicht wie ihr sein wollt, sondern wie ihr euch seht. Nackt und mit all dem, was ihr über euch selbst wisst. Und das, was dann rauskommt, das hält euch einen Spiegel vor. Und ob ihr daraus lernt und euch weiterentwickelt, bleibt dann aber auch wieder bei euch. Das ist Kunsttherapie. Das hat sie super gemacht, denn ich habe den Menschenfresser gemalt. Aber ich blieb leider noch jahrelang einer. Trotzdem probiert es aus. Ich finde, das kann jeder Mensch machen, nicht nur Gangster. Ich bin gespannt. Wer Lust hat, es auszuprobieren, schildert gerne, was ihr erfahren habt. Und das. Oder schickt ein Foto. Schickt gerne ein Foto, könnt ihr auch machen, gerade wenn ihr auf Patreon seid, schickt ein Foto. Und das letzte Bild jetzt ist ein Bild, das dann auf einer Ausstellung sogar später verkauft wurde, wirklich. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Das ist mein erster Kunstverkauf, glaube ich. Das Bild heißt Beten in Myanmar. Und es ist eine Anklage gegen den damaligen Militärputsch und die Gewalt gegen friedliche Menschen. Und das an alle, die mir jetzt kommen, der Pollux ist so ein bisschen links geworden. Ich war immer links, Mann. Der Himmel ist auf dem Bild ziemlich gut geworden. Also, jetzt kennt ihr meine künstlerischen Ergüsse und ich hoffe, halt war, ach, eins fehlt noch. Und zwar hat es meine Mom damals von der Kursleiterin in München abgeholt und bezahlt. Ja, ja, stimmt. Und es hängt heute in Nürnberg bei ihr in der Wohnung. Das Bild heißt Yin Yang und hier seht ihr es. Klasse, ich hab's einfach drauf. Mein Onkel hat damals gesagt, oh, das sieht aus, als wäre ein Hund mit Dünnschiss übers Papier gerannt. Aber auch wieder Totenköpfe. Ich bin wie Ed Hardy. Und das war's jetzt, jetzt wisst ihr Bescheid. Ansonsten stand im Brief noch, dass wir alle dort über Müdigkeit klagen und auch immer wieder krank waren. Und ich weiß heute, dass es durch die schlechte Ernährung und die mangelnde Zeit an der frischen Luft in Stadelheim kam. Zum Krankwerden werde ich nächste Woche noch ein bisschen was erzählen. Das ist nämlich wirklich besonders. Wir kommen jetzt erstmal hier langsam wieder rein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sind wieder da. Es gibt jetzt auch mal heute keinen Cliffhanger so, aber wir sind einfach wieder da. Nächste Woche erzähle ich euch von einer Tat, die ich am liebsten vergessen würde. Lasst uns das Baby hier in den sicheren Hafen bringen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir in der Pausenzeit jetzt die Treue gehalten haben. Allen, die uns auf Patreon supportet haben. Das ist wirklich unglaublich von euch. Jay und ich machen dort ja unseren kleinen Podcast und wir sind so übertrieben dankbar für eure Unterstützung dort. Der Podcast hat auch schon bald 100 Folgen und ihr könnt die alle hören. Hier ist der Link für Patreon. Die allerheftigsten Supporter auf Patreon sind die Bosse aller Bosse. Ihr seid die Produzenten der heutigen Folge und ihr seid Nina Stadlinger, Sabrina, Putzt hier nur, Kamel Orel 359, Anja Christina, Adam the Third, Tim Liese, Thorium 247, Philipp ist dabei, BC, Lars ist am Start, Chiara ist dabei, Ramon Rösmer am Start, Matthias Trottmann immer noch, Tiara,
Die Olle Hexe 61. Ich glaube, da gab es eine Namensänderung. Andreas Damen am Start. Jawohl, Grüße nach Singapur. Stars am Start. Miguel Angel. Nini Pro Santrax-de. Chris Stixel ist dabei. Verdammt nochmal, Harald Lang, auch in Singapur. Kevin Tretter, den habe ich übrigens in Sanford am Strand getroffen. Robert Kröber, Miss Tinibel, Aklaya Euphrosina, Sascha M. und Michelle. Mittlerweile Jaggi. Wir hatten einen neuen Namen. Das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche. Ich bin raus. Puff. Er geht nicht auf. Du kannst das einfach nicht. Hier, geht mal! Und das Logo habe ich hier, gesagt. Au. Du musst Achso, da okay. drücken. Warte, ne, irgendwie. Also irgendeinen Lappen werde ich ja wohl irgendwo haben. Oder auch nicht. Wie ich so das Gefühl habe, wenn jetzt der Jay hier nicht mehr wohnt, dass ich dann jetzt hier Ordnung habe. Aber es wird genau anders sein, weil er war ja der Ordnung hier gemacht hat. Ja. Eigentlich sind es hier zwei Stimmen, aber ich habe jetzt nur eine Perücke. Ich muss aufs Klo. Ich muss aufs Klo. Ah!